Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Dying Light 2. Ja, wer die letzte Folge gesehen hat, der sieht, dass wir hier an dieser Stelle stehen geblieben sind. Und ich sehe gerade was anderes. Ja. Ich wähle schon Medikits aus. Stufe 1. Ja. Gut. Also, wir sprechen ihn mal an. Was zum Henker war das? Jedenfalls nichts Gutes. Sollen wir warten? Wir müssen weiter. Die Ventilatoren sind alle aus. Ohne die gehen wir hier irgendwann zugrunde. Giftige Dämpfe. Wie viel Zeit haben wir? Gar keine oder noch weniger. Im Wartungstunnel müsste eine Belüftungskonsole sein. Geh hin und versuche sie einzuschalten. Ich schau mal, was ich gegen diese Stromschwankungen tun kann. Nur hoffentlich kennst du dich mit Strom so gut aus wie mit Frauen. Wenn du weiter solche Sprüche reißt, kriegst du Ärger. Du Pappnase. Da ist die Belüftungskonsole. Okay. Ich glaube, wir müssen uns jetzt beeilen. So. Jetzt mal lang. Oh, Dietrich schwer. Gut, dass ich keinen Zeitdruck habe. Gott. Irgendwie oben. Oben. Oh nee. Hier war nur Loot. Scheiße. Keine Zeit mehr. Ich muss hier nach oben. Ja. Nur wie? Nö. Das ist nicht klappbar, klar. Aber hier. Okay. Das funktioniert nicht. Die giftigen Dämpfe werden immer dichter. Verdammte Scheiße. Moment. Muss ich gerade schon rein? Regeneration. Zähigkeit. Immunität. Abel, folge den Kabeln. Die sollten zum Notgenerator führen. Der muss da irgendwo sein. Okay. Gut. So. Also folge den Kabeln. Aua. Kabel. So. Der will nicht anspringen. Hörst du mich? Ich bin am Generator, aber er geht nicht. Ist wohl überlastet. Es gäbe zwar eine Lösung, aber die wird dir nicht gefallen. Na, sag schon. Wir müssen einen der Sektoren abschalten. Dann kann ich ihn direkt an die Ventilatoren anschließen. Und weshalb gefällt mir das nicht? Weil ich das Licht ausschalten muss. Komplett. Das heißt, du musst im Dunkeln weitergehen. Probieren wir es. Bist du sicher? Natürlich nicht, aber bleibt uns eine andere Wahl? Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Jetzt!
Stimme im Dunkel. Ah komm, lass dich doch fallen, Mann. Doch zu, Junge. Hallo, Alter. Will er mich gerade verarschen? Geht's weiter hoch? Hoch? Hoch. Abgesprungen. Okay. Dann halt so. Rage Quit. Okay. Warum stehst du so belämmert? Hey, Kleiner. Alles okay? Sag was. Entspann dich, alter Sack. Alles gut. Wen nennst du hier einen alten Sack? Rotzlöffel. Wie wär's, okay, wenn du nächstes Mal rennst? Ich lasse meinen Arsch lieber herumkutschieren. Tun wir lieber, was wir am besten können. Du rennst? Ich denke. Was ist mit dem Strom? Bleibt er an? Ich glaube schon. Wenn ich eine Woche hätte, könnte ich alles mit links reparieren. Hakon, bleibt der Strom an oder nicht? Vermutlich ja. Lass uns vorsichtig weitergehen. Dann können die Ventilatoren den ganzen Scheiß aus den anderen Tunnelsektoren ziehen. Hier kenne ich mich aus. Die Station war schon lange stillgelegt, als die Epidemie ausbrach. Irgendwie komisch hier. Früher haben meine Kumpel und ich hier immer abgehangen. Gibt's doch nicht. Hey, ich glaub's nicht. Sieh dir das an. Was ist das? John Michael Novak. Was? Ein alter Freund von mir. Die Stadt ist voll mit seinen Graffitis. Ziemlich cool. Da drüben müsste noch eins sein. Hörst du das? Nein, das bildest du dir nur ein. Ich höre mir das mal an, damit das nicht das letzte Geräusch ist, das wir am Leben hören. Bleib, wo du bist. Okay. Ah, hier. Schnell, los, nein, lauf! Nein, 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 nein! Oben muss was passiert sein, Aiden. Das hat sich nicht gut angehört. Na super. Gib mir den GRE-Schlüssel. Ich versuche, die Barrieren zu öffnen. Ich weiß, was zu tun ist. Oh Mann. Nee. Wie soll dir das helfen? Du hast doch schon einige GRE-Sachen damit geöffnet, oder? Diese Barrieren sind eben auch von GRE. Ich suche den Kontrollraum und öffne damit die Barrieren. Aber du steckst fest.
Auf dieser Seite sind Klappen zum Wartungstunnel. Ich suche den Kontrollraum. Gib mir den Schlüssel, sonst ersticken wir beide noch. Ja, mein Gott. Okay. Bleibt ja nichts anderes übrig. Verdammt. Ich schau mal nach der nächsten Klappe. Das schaffen wir auch. Ehrenwort. Hakon? Hakon? Hakon, wo bist du? Lass mich hier nicht alleine. Verdammt. Scheiße, hier geht es auch nicht. Okay, warte. Ich habe noch eine Idee. Was? Nein, 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 nein. Hau bloß nicht ab. Vertrau mir. Wie soll ich dir denn vertrauen, Hakon? Mann! Hakon, lass mich hier nicht alleine. Oh, Gott verdammt. Denk dir lieber was aus. Und zwar schnell. Okay. Oh, nee. Ich dachte schon, ich wäre alleine. Ah, so schön halt. Schon tot. Teile. Oh ne. Das ist ja zum Plündern. Aua. Aua, aua, aua. Hallo? Ich bin in der Station. Okay. Ach da. Was machst du hier? Aether hat mich geschickt. Wo ist dein Kumpel? Alles schon los. Was ist da oben los? Die Bastarde vom Bazar haben das Windrad in die Luft gejagt. Die gesamte U-Bahn ist ohne Strom. Seid ihr beiden okay? Hakon wollte die Sperren öffnen. Warum das denn? Warte noch einen Moment, ich hol dich gleich raus. Mach! Meine Infektion ist im roten Bereich, gleich war's das. Das wird dir helfen. Danke. Okay, Immunität. Das habe ich aber hier aufgebraucht. Regenerationsstufe 1. Das kann ich auch. Dauer 60.
Einmal das. Oha, oha. Sind schnell Spucke. Und wie übel ist ein Schild? Ah, war klar, dann ist noch mal einer. So. Das ist ein Tee. Ey, da gibt's so viele Pakete. Oh ne. Den habe ich eigentlich keine Lust. Sprengladungen. An den Schienen entlang verläuft ein technischer Korridor. Ich soll also die Wand sprengen. Hast du eine bessere Idee? Uns läuft echt die Zeit davon. Hast du Hakon irgendwo gesehen? Nein. So langsam habe ich den Verdacht, er hat mich reingelegt. Da wärst du nicht der Erste und nicht der Letzte. Warte. Antizin. Ich versuche durchzuhalten. Lange geht das aber nicht mehr. Du lernst schnell. Gut. Jetzt mach. Ich gehe wieder zum Ausgang. Okay. Ja, jetzt müssen wir uns auf Stücke. Boah. Junge, wie scheiße bist du? Gut. Kann die Medaille nicht brauchen? Aber oh, keine Lust auf immer mehr. Oh, die Medaille. Boah, nee. Aua. Aua, aua, aua. Da ist so viele gekillt. Müsste reichen. Sprengladung. Und weg. Voll was. Kaboom. Warte. Wow, wow. Nimmst du es wieder weh? Sprint öffnen. Hier haben wir das zweite Arschloch. Aua! Schnapp ihn, bevor die PKs zurückkommen. Barney. Seht ihr? Wer sucht, der findet. Ich sagte doch. Wo auch immer dieses Arschloch Hakon ist, da ist auch der Idiot Aiden.
Was habt ihr mit Hakon gemacht? Mit Hakon? Gar nichts. Nach ein paar leichten Schlägen hat er sich verpisst. Dieses Glück wirst du allerdings nicht haben. Weißt du, es gibt auf der Welt nicht viele, die ich mehr hasse als die PKs. Aber du zählst dazu. Denn du bist ein Verräter und ein Dieb. Du hast uns das Wasser geklaut, du Schwein. Deshalb ramme ich deinen Kopf jetzt auf einen Spieß und winke deinem Kumpel Aethor damit zu. Suche Hakon, gehen wir aus den Augen. Wo ist Hakon? Der ist abgehauen, sobald er uns gesehen hat. Sowas nennt sich dein Freund. Der Bastard ist also angeblich ein Nightrunner. Nightrunner, nie im Leben. Geh mir aus dem Weg. Letzte Warnung. Oh nein, ich habe ja so große Angst, dass ich mich eingeschissen habe. Soll ich dir das mit meiner Schwester etwa verzeihen, oder was? Oder dass du den Soldaten in den Arsch gekrochen bist? Oder dass du unser Trinkwasser geklaut hast? Ich wünschte, ich hätte Lukas getötet. Aber ist auch scheißegal. Wichtig ist nur, dass ich dich töten darf. Aua. Waffe raus und Abmarsch. Kopf ab. Okay. Moment. Schleuder. Hochspannung. Dane. Inferno. Funke. Ah, Inferno. Oder Flamme. Wie gefällt dir das? Ja. Oh, es sind zu viele. Zu enger Raum. Nein. Verdammt. Achtung, du Ratte. Du entkommst nicht. Wir sind zu viele für dich. Ey, das Problem ist, dass der Raum zu klein ist. Oh. Jetzt hab ich dich, du Arsch! Komm, jetzt! Jetzt gehörst du mir! Los, raus! Friss das! Okay, vorne! Bluten! Den Nacken, na, richtig! Aua! Spürst du das? Spürst du das? Oder das? Vielleicht das? Okay, ich hab Füße und Flamme drauf, aber... Passiert nichts. Warum? Okay, das war's auf jeden Fall mit Barney. Helmstoff Upgrade verfügbar. So. Tomahawk. Taschenlampe wieder an. Okay. So, also wenn ihr wissen wollt, wie es weitergehen, jetzt abonnieren, aktiviert die Glocke, dann schaut ihr in der nächsten Folge vorbei. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr Spielevorschläge habt, gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Servus.